Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls du noch kein Abo hast, ändere dieses doch einfach durch einen Klick unten auf den roten Button. Dieses Mal möchte ich mit dir ein Dessert aus einer Orange und Cranberry-Tee machen, der dann natürlich eingefroren wird und bisher serviert wird. Als Material habe ich natürlich meine Orange. Ich habe ein Glas heißes Wasser, meinen Teebeutel, den ich jetzt schon mal reinstecke und ziehen lasse. Weiterhin habe ich einen Sparschäler, ein Küchenmesser sowie einen Teelöffel. Und ich habe meinen Handmixer, dem ich einen elektrischen Mixer vorziehe, denn hier habe ich mal das Problem gehabt bei dem elektrischen Mixer, dass ich ein Stück Glas in einer Frucht gefunden habe und dieses dann durch den elektrischen Mixer klein gemacht wurde. Und dann wollte ich das gesamte Kleingemixte dann auch nicht mehr trinken. Deswegen ziehe ich den Handmixer hier vor. Das aber erst einmal beiseite. Ich fange mit der Orange an. Und die schäle ich mit meinem Sparschäler. Ich nehme mir hier eine kleine Schale zur Hilfe, um das Ganze aufzufangen. Und ich mache mir immer einen kleinen Marathon draus oder eine kleine Herausforderung, dass ich dann sage, hey, ich möchte die Schale zunächst einmal nicht wegschmeißen und ich möchte sie so lang wie möglich von meiner Orange abschälen. Das ist ganz easy. Möglichst halt dünn schneiden, das ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Das geht wirklich sehr, sehr leicht mit dem Sparschäler. So, gleich bin ich durch. Naja, gut. Jetzt sind es halt zwei Stücken. Das macht auch. So. Wenn man jetzt mal schaut, naja, das sind ungefähr 80 cm. Warum man die nicht wegschmeißen sollte, dazu habe ich Videos hier auf meinem Kanal. Man kann daraus nämlich zum Beispiel Putzmittel machen, sowie aber auch den Raumduft verbessern und sogar schlechten Schuhgeruch entfernen. Jetzt ist das natürlich noch nicht fertig hier. Ich muss natürlich den Rest der Orange jetzt mit den Fingern noch abholen. Das ist aber jetzt sehr viel angenehmer, als wenn ich die harte Schale mit den Fingernägeln abmachen müsste. Die ist sehr hart und sammelt sich dann auch gerne mal unter den Fingernägeln, was nicht besonders angenehm ist. Deswegen erst mit dem Sparschäler rangehen und dann die restliche weiche Haut einfach mit den Fingernägeln abziehen. Das ist auch irgendwie so ein Stück weit befriedigend, das macht Spaß, ganz ehrlich, es ist befriedigend. Allein dieses Geräusch, dieses leise Ratschen, was man hier so hört, angenehm. Verständlicherweise geht das jetzt nicht mehr in einem Stück ab, weil das hier halt nicht vernünftig zusammenhält. Aber das macht gar nichts. So soll es ja am Ende auch sein. Wir wollen ja auch ein Stück weit einfach auch sehen, dass wir selber was geschaffen haben. Hol das jetzt erstmal ab und schweige währenddessen, denn ich habe jetzt auch nicht groß zu erzählen an der Stelle. Es ist halt einfach, naja, eine Orange schälen. Jetzt nicht so, dass das jetzt eine riesengroße Sache wäre, die ich extrem krass umschreiben müsste. Ich glaube, jeder Mensch hat heutzutage schon mal eine Orange geschält und nicht. Naja, dann hast du hier in dem Video zumindest gesehen, wie es richtig geht. Ich bin jetzt auch schon fast rum. Also, ne, zwei Drittel habe ich. Fast rum ist ein bisschen übertrieben, aber
ist zumindest nicht falsch. Ich habe auf jeden Fall mehr als die Hälfte schon weggemacht. Ordnung. Ist auch eine relativ große Orange, muss man. Übrigens, die Haut enthält eigentlich die meisten Vitamine, weswegen es eigentlich klüger wäre, diese komplett mitzuessen. Andererseits schmeckt sie nicht besonders gut. Deswegen man das vielleicht dann tun sollte. So, ich habe jetzt auf jeden Fall einmal rundherum alles abgeschält. Ich mache noch ein bisschen was von der übrigen Haut ab, weil ich sie halt selber, wie gesagt, nicht unbedingt essen mag. Ein bisschen bitter. Das ist nicht so schön. Und für unser Eis ist sie dann auch nicht so wirklich von Vorteil. Das passt schon so. So weit, so gut. Oben auch noch abmachen natürlich. Jetzt nehme ich mal schon mal meinen Mixer mit zur Hand. Denn jetzt geht es daran, die Frucht zu teilen. Was relativ leicht geht. Man muss hier nur auseinanderziehen. Nur in Häkchen. Und beim Auseinanderziehen ergibt sich jetzt natürlich die Möglichkeit, noch mehr Haut zu entfernen, die man dann am Ende nicht mitessen möchte. Alles wird man nicht abbekommen, das wäre so ein Ding der Unmöglichkeit. Man müsste vielleicht eine Drahtbürste benutzen, allerdings würde man dann auch eine ganze Menge von dem Fruchtfleisch wegbürsten. Und gerade das möchte ich ja nicht. Ich hätte das natürlich auch alles skippen können und in einem Video einfach gar nicht zeigen müssen. Allerdings ist mir das wichtig, dass du siehst, wie lange das Ganze auch braucht. Dass es eben nicht nur so eine Sache von einer Sekunde ist, sondern dann auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Das ist sehr wichtig, finde ich, denn naja, ich könnte hier ein Video machen, das 3 Sekunden dauert oder nur 1 Minute. Und dann würdest du vielleicht denken, naja, dann mache ich so ein Dessert innerhalb von 1 Minute und dabei braucht man eine Viertelstunde oder so. Das wäre definitiv nicht gut. Weil dann würde ich dir einen falschen Eindruck hinterlassen und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich möchte es durchaus realistisch hier. Mal abgesehen von der Einfrierzeit von 24 Stunden nachher, das kann ich ja schlecht im Video unterbringen, aber das Schälen, das ist ja nur eine Kleinigkeit im Vergleich zur Einfrierzeit. So. So, die Hälfte der Orange habe ich jetzt schon geschält. Es ist übrigens eine kernlose Orange, was sehr wichtig ist. Darauf muss man so ein bisschen achten beim Kaufen, weil die Kerne, die schmecken im Prinzip auch nicht so richtig. Klar, der Mixer, der macht sie klein, aber hinterlässt dann ja trotzdem irgendwie ein paar hässliche Spuren, finde ich, weil die Kerne sind dann ja doch irgendwie andersfarbig und das sieht dann nicht so gut. Andererseits sind sie hart. Und was Hartes im Dessert finde ich persönlich immer unangenehm.
Weswegen ich übrigens auch meinen Handmixer benutze, weil harte Gegenstände kann ich dann zumindest noch eher herausholen, als wenn ich einen elektrischen Mixer habe, der das Ganze wirklich ganz klein hauen würde. Wo am Ende aber dann, naja, unter Umständen auch gefährliche Anteile dann mit drin sein könnten. Also Kerne sind wahrscheinlich kein Problem, aber wenn jetzt zum Beispiel mal ein Glasstück mit drin ist oder sowas, dann macht das schon seine Problemchen, finde ich. Übrigens, mein Tee ist jetzt schon 10 Minuten ungefähr am Ziehen. Das ist auch sehr gut so und sehr wichtig, denn so wird er entsprechend stark. Und stark möchte ich ihn an der Stelle wirklich haben. Ich möchte ihn ja nicht trinken, sondern als Dessert nachher genießen. Und weil dann doch irgendwie sehr, sehr wenig Teeanteil im Vergleich zu den Früchten zukommt, ist es durchaus in Ordnung, dass der Tee hier ordentlich durchzieht. So, meine letzten zwei Stücken. Auch hier nehme ich natürlich keine Rücksicht drauf, dass es die letzten zwei Stücken sind, sondern einfach alles ab mit der Haut, die ich abkriege. Was ich nicht abkriege, bleibt dran. Dann halt so. So, das war's mit dem Schälen der Orange. Schalen stellen wir jetzt schon mal beiseite. Die brauchen wir nicht später jetzt nochmal für die Tour. So, und jetzt mixe ich das hier alles einfach ganz, ganz klein. Die drei Klingen da drinnen sorgen dafür, dass es alles klein geschnitten wird. So, werfen wir mal einen Blick hinein. Oh ja, das riecht schon mal sehr gut, sieht auch sehr gut aus. Der Orangenduft ist hier gerade sehr, sehr intensiv. So. Die Klingen nehme ich schon mal raus. Brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt nehme ich meinen Cranberry-Tee, der hier schon richtig ordentlich durchgezogen ist. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Der ist sehr, sehr dunkel geworden. Normalerweise, wenn ich ihn trinken wollen würde, wäre er, naja, wahrscheinlich nicht mal halb so stark geworden. So. Und nun nehme ich meinen Teelöffel und vom Cranberry Tee mache ich jetzt so, naja, 10, vielleicht 11 Teelöffel einfach in meinen Fruchtsaft. Habe ich nicht mitgezählt. Wo bin ich? Bei 5, 6, 7, 8,
9, 10, ach komm, machen wir 11, ist egal am Ende. Intensität bestimmt hier so ein bisschen den Geschmack, die Stärke der Cranberry, die dann beim Eis am Ende durchkommt. Jetzt vermixe ich das Ganze alles mit meinem Löffel. Und man sieht schon, es ist ein bisschen dunkler geworden. Und man kann jetzt mal probieren. Einfach so ein Stück herausnehmen. Mhm. Ja. Man schmeckt hier auf jeden Fall den Cranberry-Tee deutlich heraus. Deutlich. Gut. Dann nehme ich jetzt meine Eiswürfelbecherchen. In dem Fall hier habe ich 3 Stück. Mach die einfach voll, drück auch so ein bisschen das Ganze hinein. Damit das wirklich voll wird. Und ich achte darauf, dass ich möglichst wenig von dem Wasser habe. Beziehungsweise, eigentlich ist das doof. Ich kann das Wasser natürlich mitnehmen, weil das ist ja am Ende der Tee mit drin. Den will ich ja haben. Ja, so. Bisschen kleiner portionieren, falls es zu groß wird. So. Das alles, die 3 kommen jetzt für 24 Stunden ins Gefrierfach. Und der nächste Teil, den muss ich dann morgen. So, da bin ich auch schon wieder. Für euch hat das jetzt eine Sekunde gedauert, für mich 24 Stunden. Ich habe jetzt hier schon meine Eiswürfel vor mir liegen. Sie liegen jetzt schon so ungefähr 3 Minuten draußen, damit ich es ein bisschen besser herauslösen kann. Ob das funktioniert oder nicht, werde ich gleich merken. Ja, noch ist es ziemlich hart. Weiterhin habe ich ein ganz normales Glas. Und ein bisschen zur Verfeinerung habe ich jetzt noch ein bisschen Honig da. Den fülle ich hier jetzt einfach in mein Glas hinein. Ich halte das Glas schräg und lasse den Honig hereinlaufen, so dass er an den Seiten eben ist und hier so herunterlaufen kann. So schaut das von innen aus. Außen ist das sehr, sehr lecker. So, jetzt kommen meine Orangen Cranberry Eiswürfel. Ah, ja, es geht schon so halbwegs. Sollte es vielleicht beim nächsten Mal ein paar Minuten länger draußen liegen lassen. Geht jetzt hier gerade ein bisschen schwierig. Ha. Drücken, dann geht's. Hier wird das schwerer, weil nichts zu drücken da ist so richtig. Naja, schön. Dann zueinander ziehen, auch nicht so richtig. Versuche ich es mal so heraus, gar nicht so einfach ist. Ah, jetzt geht's. So. Jetzt garniere ich das Ganze noch ein bisschen mit Sahne. Und wünsche damit guten Appetit.